Hallo, dann können wir auch starten mit der Pressekonferenz nach unserem Heimspiel EN Basket Schwelm gegen die ICO Eagles. Bei mir Frank Möller und netterweise noch Flavio Stückelmann. Ja, fangen wir mal mit euch an als Gäste. Am Ende, ich habe es im Kommentar gesagt, minus 25 spiegelt überhaupt nicht das Spiel wieder, vor allem über drei Viertel. Da wart ihr super dran. Ja, genau. Ach so, ist ja auch so. Ja, genau, 35-10, letztes Viertel. Klar, da ist das Spiel weggegangen, keine Frage, aber sonst vielleicht eine Erklärung für 35-10, letzten Viertel, außer schwindende Kräfte natürlich nach einer langen Auswärtsreise. Ja, also erstmal Glückwunsch zum Sieg für euch. Dafür. Ja, Respekt, war ein guter, erkämpfter Sieg und der auf jeden Fall, wie man es auch sieht, das war schon begründet. Und um drei Viertel ging es heute eben nicht, es ging heute um vier Viertel. Bis Ende dritte Viertel haben wir halt den Kampf standhalten können und im vierten Viertel dann nicht. Wir haben ja auch eine Verletzung im Spiel gehabt. Die hat uns auch wehgetan, tatsächlich. Kannst du was sagen? Ja, also wir haben jetzt davon abgesehen, ins Krankenhaus zu fahren. Ich denke aber, er ist umgeknickt und wird mit den Außenbändern was haben. Ob die dann durch sind oder nur angerissen, das werden wir uns anhören. Aber es wird was in Richtung Bänderriss sein, denke ich. Gute Besserung. Danke, danke. Dann natürlich auch einmal offiziell alles Gute an den Spieler, gute Besserung. Ja, danke. Und dann, auch wenn es ein bisschen schwerfällt, dann trotzdem... Einmal mit dir, Falk, 93-68. Ich weiß mittlerweile auch, wie du tickst. Ich habe dich häufig mit den Händen vor den Augen gesehen, die ersten drei Viertel, vor allem wieder beim defensiven Rebound. Was glaubst du, hat den Unterschied gemacht im vierten Viertel, um das Spiel so zu drehen? Ja, erstmal haben wir drei Viertel lang nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Das war neben Rebound auch die Verteidigungsarbeit. Unabhängig davon, ob wir hinterher Smallball gespielt haben, der uns sicherlich gut getan hat, weil wir einige Steals produziert haben, glaube ich, im vierten Viertel, war das eigentlich die Aufgabe für 40 Minuten. Und ich denke, wie gesagt, darauf kann man aufbauen, aber die ersten drei Viertel müssen wir drüber sprechen, weil wir wieder viele Rebounds abgegeben haben, einfache Drives, die wir nicht abgeben wollten. Von daher hat uns auch die Verletzung mit Sicherheit in die Karten gespielt, denke ich mal. Da fehlte einfach dann einer, der übernehmen konnte am Ende. Aber trotzdem bin ich froh mit dem Sieg, weil wir nächste Woche nach Leverkusen fahren und da eine extrem schwere Aufgabe haben. Ja, du sagst es. Vielleicht doch, auch wenn du das natürlich nicht gerne machst, hast du zwei extra Komplimente. Robert Merz, ich habe selten Spieler so nah am Quadruple-Double gesehen. 8 Steals am Ende, ich glaube 5 oder 6 im vierten Viertel. Und Thomas Reuter, Career High, 25 Punkte, im vierten Viertel dann auch wieder aufgebracht. Hast du mal so knapp dran am Quadruple-Double, oder? Nein, ich sehe es jetzt nicht, aber wahrscheinlich nicht. Nee, ich war ja kein großer Rebounder und was da so alles noch dazu gehört. Nee, aber Respekt erstmal. Thomas macht heute sein Top-Spiel. Ich habe so oft schon gegen ihn gespielt. Da muss das heute sein, okay. Ja, genau, ich nehme ein Bier, ja. Ja, komm, wir sprechen so lange weiter. Was haben wir denn noch? Ja, also ich habe, genau, ein zusätzlicher Spieler fehlte uns und man sieht es auch in den Minuten. Da haben wir 3, 4 Spieler über 30 Minuten und die Kraft haben wir im vierten Viertel nicht mehr gehabt. Das hat man einfach gesehen. Ist schade, ist für uns aufzuarbeiten. Wir haben da auch ein Stück weit ein bisschen aufgegeben. Das sehe ich eigentlich nicht so gerne als Coach. Aber wir sind heute lang gefahren, wir hatten einen langen Tag. Wir haben auch die letzten Spiele ein bisschen Kraft gelassen. Für uns ist ein schwieriger Start in die Saison. Neu aufgestelltes Team, ein junges Team. Aber wir machen weiter, Sport, ne? Ja. Vielen Dank. Genießt auf jeden Fall dein Bier. Danke für eure Zeit. Nochmal alles Gute natürlich für den Schnitt. Ist nicht allzu schlimm, so wie es aussah, leider. Und ja, gute Heimreise natürlich, auch wenn es noch mal lange ist. Ja, danke dir. Danke. Ich komme da an mit dem Hof. Dann nochmal zum Ende der PK mit dir, Falk. Du hattest es schon kurz angesprochen. Nächste Woche wartet ein interessantes Spiel. Unser Lieblingsderby gegen die beste Mannschaft der Liga. Ich glaube, das ist jetzt kein Hot Take. Mit welcher Erwartungshaltung reist du nach Leverkusen? Danke, ja, genau. Nichts weniger als ein Auswärtssieg. Nein, ich denke, wir können ohne Druck nach Leverkusen fahren. Wir haben sicherlich den besten Kader, der in der Pro B aktuell rumläuft. Haben jetzt mit Mike Kocher noch einen wahnsinnig tollen neuen Assistant-Coach dabei geholt. Trotzdem glaube ich nicht, also chancenlos ist, glaube ich, niemand. Man muss das Spiel spielen. Wir werden uns darauf vorbereiten, wie wir es immer machen.
mal gucken, was geht. Also wie gesagt, wir spielen ohne Druck und dann spielen meine Jungs ja anscheinend immer ein bisschen besser, wenn sie keinen Druck haben. Also ich hoffe, dass da ein bisschen was geht. Super. Ich würde sagen, einfach viermal wie heute im vierten Viertel und dann wird das ein Derby-Sieg. Ich bin da ganz optimistisch. Super. Danke dir, Falk. Danke euch, dass ihr noch da wart. Danke nochmal, Flavio. Und das war es dann mit der Pressekonferenz und dem dritten Heimspiel der Saison. Dankeschön. Danke.